Nein, nein, nein. Moment. Ich sitze dann doch, hier. Doch, das sehen warte die in kurz. Diesen Menschen. Bitte, 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 warte. Ich sitze hier und ich rede mit diesen Leuten. Und diese Leute sind nicht so, wie du sagst. Das ist eine Tatsache, Dara. Das stimmt nicht. Ich weiß nicht, wo du dir das eingefangen hast, dass du so über diese Menschen denkst. Die, circa die sieben so Jahre politischen Aktivismus, Erwin. Jo, aber dann hast du in diesem und politischen Aktivismus nicht mit diesen Menschen geredet. Und gerade in einer Zeit mit Pandemie und Ukraine-Krieg. Ja. Nee, ich habe mit sehr vielen Menschen geredet und das ist permanent auch Thema in meinem Stream. Und wir befassen uns mit auch diversen Leuten aus der rechten Szene. Und das, dieses Muster kommt nun mal immer wieder auf. Warum hört man da nie, wenn sie sich mit denen beschäftigen, angeblich? Ja? Ich habe noch nie irgendwie einen Dara in einem Stream über einen Schlomo oder so reden hören. Zum Beispiel. Oder einen Martin Sellner oder was auch immer. Oder wen auch immer. Also wann, wo beschäftigen die sich mit Rechten? So privat oder wie? Ja toll, das bringt's auch. Ja, keine Ahnung. Im Chat bitte freundlich sein und andere Nutzer nicht als dumm bezeichnen, sonst ist der Mod-Status auch ganz schnell wieder weg oder ihr werdet halt getimeoutet oder gesperrt. Hier in Deutschland werden die Dinge einfach durcheinander gebracht durch diese böse Verschwörung von außen. Und das, was nun mal hilft, ist, und die macht, also ne, das, was uns durcheinander bringt hier in unserer Gesellschaft, das ist dann immer alles, was irgendwie Gleichberechtigung bringt oder Demokratie. Und indem man dann die Verschwörung besiegt, dann ist endlich Schluss damit. Und dann werden die Ausländer alle nicht mehr von außen kontrolliert, dass sie hier hingeschickt werden. Die werden dann alle natürlich zurückgehen dorthin, wo sie hingehören, weil da gehören sie ja auch hin, da wollen sie ja auch eigentlich sein von Natur aus. Du redest über und die selbstverständlich gibt es dann keine Homosexualität mehr oder Transmenschen mehr, weil die wurden ja auch erfunden von den Globalisten. Und behauptet irgendein AfDler das? Also ja, also es geht also es so komplett. Komplett Unrecht hat er nicht. Also es geht schon in eine gewisse Richtung. Ich habe die Honigwabe ja gesehen und deren Argumentation war ja immer, okay, diese Phänomene, die gab es in den letzten Jahrzehnten, also in den letzten 10 Jahren extrem stark angestiegen und da haben sie auch Studien gezeigt, die das vor allem für die USA sehr, sehr gut belegen. Also wie extrem das angestiegen ist. In kürzester Zeit, vor allem bei den ganz Jungen. Weil dort anscheinend in den Medien, im Bildungssystem, wo auch immer, anscheinend schon eine starke Beeinflussung in diese Richtung stattgefunden haben muss. Anders lässt sich dieser Anstieg ja nicht erklären. Ich meine, die Leute denken sich ja nicht, war eigentlich die ganze Zeit anderer Meinung, aber heute, jetzt bin ich aus unerfindlichen Gründen plötzlich, habe ich eine andere Sexualität. Also das denkt sich ja keiner. Also, ja. Naja, zum einen, zum einen durch diese, ob es jetzt an der Woken-Ideologie, aber vielleicht ist es auch einfach, weil es medial gepusht wird, klar. Aber woher kommt denn das? Sind das nicht auch die Konzerne wieder, die das irgendwo pushen? Also müssten die Rechten ja dementsprechend auch die Konzerne kritisieren. Das tun sie aber komischerweise nicht, sondern die suchen sich komischerweise immer irgendwas anderes, was schuld daran ist. Aber nicht die guten Konzerne. Nein, nein, die sind nicht daran schuld. Ja. Auch hier auch sind die Rechten auch hier im kompletten Stockholm-Syndrom gefangen. Genau wie die Woken. So, ne? Ja, kannst du. Anstatt die Konzerne und den Kapitalismus an sich so zu kritisieren, suchen sie halt, sie stellen nicht das System in Frage. Sie stellen nie das System in Frage. Das ist ja das zum Beispiel auch, was Morph oft sagt, ne? Sie stellen nie das System in Frage. Sie stellen immer nur die Ursachen oder die Nachwirkungen, was das. Aber sie fragen nie, hey, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Und da sind die, finde ich, genauso, sind alle auf einem Auge blind aus meiner Sicht. Moment mal, Stella, stellst du das System in Frage? Denn ich würde ja, also ich bin ja Sozialdemokrat, ich würde sagen, wir brauchen eine andere Wirtschaftspolitik, ein anderes System, das halte ich erst. Das ist halt die Frage. Das ist halt die große Frage, ne? Das ist halt die große Frage. Viele stellen das System grundsätzlich, also einige stellen das System grundsätzlich in Frage, wie jetzt Erwin, ne? Und du bist ja eher so, du wirst das System gerne beibehalten, weil du der Meinung bist, dass es wahrscheinlich das Beste ist, was wir haben. Das sagen ja auch die Rechten, nennen wir was Besseres als Kapitalismus. Ne? Das ist halt die Frage. Ich kann dir die Frage halt nicht beantworten. Also ich bin auf der einen Seite bei dir ähnlich, dass wir, aber trotzdem muss ja das System, also du bist wahrscheinlich dafür, dass man das System renommieren müsste, ne? Dass man es verbessern könnte, den Kapitalismus verbessern sollte, sagen wir mal so. Oder so würde ich jetzt grob schätzen, würdest du das sagen, oder? Ja. Oder liege ich falsch? Aber ungefähr. Wie gesagt, ich bin halt nur dafür, dass eine Wirtschaftspolitik gemacht wird, wie sie schon mal gemacht wurde. Ich habe auf meinem Kanal auch eine Debatte mit Fabian Lehr
da. Ja, also er ist ich mir für eine Abschaffung an. Des Kapitalismus und Ja, genau. Schaut er gerne mal vor. Das ist halt die Frage, da bin ich habe da keine Antwort gefunden. Eigentlich bin ich da schon eher bei dir und sage, aber trotzdem ist ja grundsätzlich, bleibt ja das Problem trotzdem des Systems bestehen, oder nicht? Mhm. Weißt du, was ich meine? Also selbst wenn wir das innerhalb des Systems jetzt das verbessern, ich glaube, die große Ungleichheit wird trotzdem bleiben. Aber ich bin hier nicht der Wirtschaftsexperte oder Ökonom, Top-Ökonom, der da irgendwie die Lösung hat dafür, ne? Also will ich nur mal gleich sagen. Ja, wie gesagt, es wurde ja schon mal eine bessere Wirtschaftspolitik gemacht. In den 60er, 70er Jahren. Genau. Da hatten wir Vollbeschäftigung, ja. Da hatten wir ein gerechteres Steuersystem, da hatten wir vernünftig steigende Löhne, viel stärkere Gewerkschaften. Genau. Dort hatten wir, also darauf würde ich auch vielleicht versuchen hinzuarbeiten und dann schauen, wie es dann aussieht, ne? Dann Schritt für Schritt gucken, was man noch verbessern könnte, ne? Ja. Aber also, aktuell, natürlich habe ich auch keine Lösung für, aber ich meine nur, generell wird sich halt nie das System hinterfragt. Das meine ich jetzt ganz generell irgendwie. Und egal, ja. das greift jetzt zu weit. Ich mache da eh noch mal ein eigenes Video zu irgendwann. Auch zum Konservatismus. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich hatte ja so ein Video Kapitalismus in der Ketzerkirche und die schauen sich so eine wirklich absurde Karikatur des Kapitalismus oder nicht Karikatur, so eine Verherrlichung an, so ein Idealbild, ja, genau. Das in der Realität nicht existiert. Sie tun so, als würden wir in einem System leben, das es so nicht gibt. Ja, also Kapitalismus ist eine Leistungsgesellschaft, haben die gesagt, das vollkommener Schwachsinn ist. Und also, es ist eine Selbst- und der Markt ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, ne? Es ist ein System aufgebaut, sich selber zu erhalten und immer wieder zu erneuern, bis es eventuell irgendwann kollabiert, das wüsste man nicht. Munkelt man, dass es passieren könnte, also einige Wirtschaftsökonomen, aber andere sagen, ja, man muss es verändert sich ja eh immer wieder. Und deswegen verstehe ich halt auch Konservative nicht, dass die den Kapitalismus verteidigen, weil eigentlich müsste der Kapitalismus der größte Feind von Konservativen sein, weil er stetig alles einem Wandel unterzieht. Das hat ja Marx schon gesagt damals. Ne? Egal, was man von Marx hält, aber er hatte in der Hinsicht da recht. Der Kapitalismus untersteht alles einem Wandel. So, ständig ist alles im Wandel. Guck mal, seit Aufkommen des Kapitalismus ändert sich so vieles so schnell. So, ne? Wie willst du da konservative Werte bewahren überhaupt in diesem System? Naja, egal, das führt jetzt zu weit. Sorry, ich wollte jetzt nicht zu weit ablenken. Aber das sind halt so Gedanken, die mich aktuell so ein bisschen beschäftigen, sag ich mal. Weiß ja nicht, was der Chat davon hält. So zu den Gedanken. Naja. Ja, der Arbeiter, der wird halt seine Position dort, wo er ist, die wird er dort gut finden. Und wir haben selbstverständlich nicht mehr diese Inkompetenten, in Anführungszeichen, in der Regierung und an der Spitze der Wirtschaft, weil die sind ja auch nur dort, weil die Globalisten sie dort eingesetzt haben. In Wirklichkeit wäre, und das ist das von, was eben auch deine rechtsextremen Fans aus der YouTube-Szene und so weiter immer wieder propagieren. Warum musst du einfach persönlich werden? Ich verstehe das. Dann endlich von Natur aus derjenige an die Spitze kommt, der sowieso am besten dafür geeignet ist. Junge, was du beschreibst, ist die IB. Okay, was du beschreibst, ist einfach eine. Ich beschreibe die du IB beschreibst? Und ich beschreibe die AfD und ich beschreibe die NPD und ich beschreibe auch die Leute, die sie wählen. Und ich beschreibe auch die Republikaner in den USA. Ja. Und ich beschreibe auch diverse Leute auf Twitch und auf YouTube, die auch ihre Kanäle und Streams haben und auch sowas den ganzen Tag predigen. Genau, kurz gesagt, alle, die nicht so denken wie du, sind das, richtig? Nein. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die nicht so denken wie ich, aber keine Verschwörungsideologen oder Rechtsextreme sind. Hör mal, ich kann mich sehr gut mit FDPlern und CDU. Das sagt doch eigentlich schon alles. Ich sag's ja, diese Wokisten sind für Neoliberalismus komplett offen. Ulan und SPD-Lan und so weiter. Und glaubst du, dass jeder, der die AfD wählt, ein Rechtsextremer ist? Nein, aber gut. Die AfD ist jetzt schon eine ganze Weile dabei. Wie viel Prozent davon sind Rechtsextremer? 80% mindestens. 80% von den AfD-Wählern sind Rechtsextremer. Natürlich, sorry, aber der arbeitet. Das war auch so ein Ding. Hat er gerade gesagt. Ja, das war auch richtig gut. Das würde ich auch absolut nicht teilen. Ne? 50% der halt Wähler Blitzel. Vor allen Dingen. Also, das heißt, ein Drittel der Bevölkerung in Sachsen ist leider rechtsextrem. Tja, alle, die mir jetzt auf Sachsen zuschauen oder allgemein aus Ostdeutschland, schade für euch. Und auch in Ostdeutschland sind mittlerweile fast 20% der Bevölkerung rechtsextrem. Das passiert. Also die Bevölkerung, die ist ganz plötzlich rechtsextrem geworden. Wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Also ich glaube... Aber da hat er riesengroßen Schwachsinn, weil es gerade einige im Chat schreiben. Natürlich, das hat nichts mit der Realität zu tun, sowas anzunehmen. Nee. Also da muss man ganz klar sagen, es gibt so viele Leute, die, ich meine, wie ich, ehemaliger linken Wähler sind, ne? Und jetzt AfD aus Protest wählen oder aus Mangel an Alternativen, sag ich mal, oder aus was auch immer für Gründe. Aber ich glaube, der nur marginaler, was heißt marginaler, aber zumindest ein Teil ist da wirklich, wirklich rechtsextrem. Ich glaube, nur ein ganz geringerer Teil. Also wenn man wirklich von Rechtsextremismus im Sinne von Extremismus bedeutet, ja, dann auch wirklich, ne? Weller, rechtsextrem ist jeder, der Migration begrenzen will, der den Wokismus kritisiert oder der Frieden fordert. Also das ist alles rechtsextrem. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Arbeiter. Der kann dazu ticken, tendieren, dass er auch bei solchen Denken angelangt. Gibt es eine Umfrage oder eine Studie oder irgendwas dazu? Das heißt, Moment mal, das heißt diese... schick sie mir bitte, schick sie mir schnell. Es würde mich interessieren, weil weißt du, was ich nicht verstehe? Das musst du mir dann erklären. Du musst mir das erklären. Erklär mir das kurz. Kann ich dir sowas gerne schicken. Kein Problem, schick's mir. Umfragen und Statistiken zu bestimmten Meinungen kein Problem. Der Bevölkerung. Aber das Ding ist halt eben... Nein, gibt es nicht. Nein, so eine Statistik, die erhebt, dass 80-90% der AfD-Wähler rechtsextrem ist, die gibt es nicht. Also das kann ich euch jetzt schon versprechen. Die wird es nicht geben, weil das einfach von darauf frei erfunden wurde. Dass es am Ende darauf ankommt, nicht auf die politischen Positionen, sondern eben auf das verschwörungsideologische Denken. Schau, warte. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Das ist in den letzten Jahren. Entschuldige, warte, ich habe eine Frage an dich. Bitte warte kurz. Ich habe eine Frage an dich. Wie kommt es, dass sehr viele Wähler von der AfD Menschen sind, die früher die Linke gewählt haben? Sind die einfach. Ja, die Linke ist wahrscheinlich auch rechtsextrem gewesen. Also einen anderen Schluss kann es ja nicht geben. Ja. Über Nacht einfach Nazis geworden? Nein, das war auch damals. Und würden jetzt aber Sarah Wagenknecht wieder sofort wählen? Verschwörerisches Denken. Das ist ja das Ding, deswegen hat die Linke diese Leute ja nicht halten können. Weil nun mal die Linke wurde wahrgenommen einfach als sozusagen die Partei, die man dann auch als Verschwörungsideologe gewählt hat, weil die einfach der Buhmann war. So, die waren Anti-Establishment, beziehungsweise das Establishment mochte die Linke nicht. Ergo, wenn Verschwörungsideologen. Ja, vor allem, da es so viele Verschwörungsideologen, was auch immer das sein soll, in Deutschland gibt. Also, ihr seht, das ist daraus Erklärung für alles. Ausnahmslos für alles. Also, für jedes politische Problem. So nennt nach irgendein Problem, ja, das ist nur, weil es so viele Verschwörungstheoretiker gibt. Sonst hätten wir ja total tollen Diskurs. Also, er hat ja gesagt, dass er mit CDU-Lern, FDP-Lern, SPD-Lern, also mit total neoliberalen und kriegshetzerischen Leuten absolut kein Problem hat. Aber Verschwörungsideologen, also Leute, die Frieden fordern beispielsweise, die, mit denen darf man auf keinen Fall irgendwas gemeinsam machen. Die sind ganz, ganz schlimm. Die sind ja auch rechtsextrem und wählen dann die AfD. Ja, sie machen es sich dabei auch keinen Gefallen, ne, wenn sie alles in einen Topf werfen wollen jetzt hier. Das ist halt, das ist total, und dadurch haben sie sich ja letzten Endes auch selber entlarvt, ne? Deswegen macht sich da jeder über sie lustig, weil sie einfach komplett alles nur noch in einen Topf werfen und jeder ist plötzlich Putin-Versteher und Friedensschwurbler und Rechts- und Nazi. So, das ist ja auch das Ding, warum sie keiner mehr ernst nimmt, ne? Ja. Warst du so, ja, anscheinend. Ja, die Mainstream-Medien verbreiten das halt andauernd. Also das, was Lara sich jetzt hier beischwurbelt, das hat halt Rückhalt in den Medien, die ein Großteil der Bevölkerung konsumiert. Ich habe so einen richtig hetzerischen Bericht im NDR, zwei hetzerische Berichte über Markus Fiedler gesehen. Also die einfach alles, also die Zitate von ihm aus dem Kontext reißen, um gegen ihn zu hetzen. Hatte ich auch hier auf Twitch drauf reagiert, habe ich zwei Videos auf meinem zweiten Kanal. Schaut da gerne vorbei. Das ist so. Ja, oder schaut bei Vicky Hausen am besten vorbei. Die haben da zwei ausführliche Folgen zugemacht, wo sie sich damit beschäftigen. Das sind die für irgendwie 88 und 90. Aber. Ja, sowas passiert in unseren öffentlich-rechtlichen Medien, was Lara hier beschreibt. Also wir haben viele Leute in diesem akademischen Milieu, aus denen sich auch diese Fernsehsender rekrutieren, die so denken wie Lara oder zumindest so ähnlich denken. Und sind die wohl gut? Mit denen hat das Establishment so seine Probleme, also unterstütze ich die. Und dann kam irgendwann die AfD und dann sind die alle rübergeswitcht, weil sie gemerkt haben, ja gut, die vertreten ja viel ehrlicher meine verschwörungsideologischen Ansichten. Hey, du weißt, dass das eine Verschwörungstheorie ist, die du da verbreitest. Das ist tiefster Schwurbel, Junge.